Hallo liebe Leute, ja, ich bin so am Aufräumen jetzt. Schon wieder kurz nach 7. Ich glaube, ich komme heute da nicht mehr zu, da die Felswand noch fertig zu machen. Ey, wo ist auch meine Grenze erreicht? Also, ich bin jetzt am Aufräumen hier. Und wie gesagt, ja, wie gesagt, am Aufräumen hier. Sortieren und wieder einiges wegräumen. Da hinten den Müll muss ich auch noch wegschmeißen. Und hier vor allem mal auf, wieder auch komplett hier am Aufräumen. Auf der Fläche hier. Dass mal wieder die Schienen und sowas alles frei ist. Und so freiräumen. Na gut, die Zäune. Die werde ich wieder verwenden. Oder es kommen neue Zäune ran. Mal gucken, ob ich nochmal sowas finde. Auf dem Flohmarkt mal oder sowas. Ups. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Oberleitung doch weglasse, liebe Leute. Ich meine, Oberleitung ist mega geil. Oberleitungsmassen sieht toll aus, keine Frage. Aber hier, das ist mein Laufbereich. Der ist nicht breit. Der ist gerade mal, ne? Und ja. Und hier die Strommassen habe ich schon weggenommen. Weil ich da schon zwei, drei Dinge abgebrochen habe. Ich habe die zwar wieder geklebt, aber ihr kennt das ja. Also, und hier bin ich auch am Überlegen, ob ich die noch wegnehme. Es ist doch ein Hindernis und es stört auch einen. Du hakst dahinter mit einem Pullover oder mit einem T-Shirt. Oder vor allem in dem Bereich, wo du dann hier längs läufst. Also, ich weiß das noch nicht. Also, ob ich hier Oberleitung überhaupt mache. Ich finde es sieht zwar natürlich mega geil aus, sieht richtig natürlich aus, muss auf, ja, ich sag mal so, gehört eigentlich auf eine Modelleisenbahnanlage, so eine Oberleitung, aber ja, das ist alles so eine Sache, ob ich das dann wirklich mache oder nicht. Gut. Okay, das nur mal zu dem Thema. Ob ich das wirklich mache mit der Oberleitung. Also ich räume jetzt hier nochmal weiter auf und sortiere und oh, die Felsen kommen zu Felsen und als ja, ich bin leider nicht dazu gekommen zum Gipsen. Ich wollte das eigentlich gegipst haben, fertig haben, aber wie gesagt, die Rückwand wollte ich auch fertig haben. Das war auch noch nicht fertig. Ja. Und hier habe ich Beleuchtung noch denn gemacht, hier die Bahnhofsuhren und etc. Und hier Beleuchtung rein, das Gebäude gebaut, von innen ausgestattet, meine ich so. In dem Sinne, wie ihr schon sehen könnt, ich habe auch schon mal ein paar da ein bisschen auch aufgeräumt. Da stehen nicht mehr ganz so viele Wagen. Ach, bitte mach doch mal scharf die Kamera. Kann doch nicht angehen. So, und ja. Das nur zu dem Thema. Ich habe also vieles gemacht und vieles erreicht. Die Lampen habe ich jetzt noch nicht angeschlossen. Die werden aber noch angeschlossen. Aber festgeklebt und sowas sind die schon. Und hier, da ist auch noch eine. Ja. Also ein Dran und Dran, ne? Aber wie gesagt, und hier, das habe ich auch mit LED ausgebaut. Ich habe schon vieles gemacht. Also die Straße ist komplett gefräst. Überall kann der Fahrrad rein. Aber wie gesagt, mit den Gipsen und sowas bin ich noch nicht dazu gekommen. Und ja, es ist eben so. Die Tage haben nicht genug Stunden oder wie auch immer. Und wie gesagt, man muss ja auch zwischendurch mal was essen und mal was trinken und mal wieder Kaffee trinken. Und ich glaube, das geht jedem auch so. Gut. Die Lampen sind jetzt deswegen umgekippt, weil ich ja hier fräsen musste. Sonst hakst du dahinter und gehen brechen dann erst recht ab oder gehen kaputt. Ja, die kannst du ja nachher wieder so reinstecken. Ja? Sind ja extra so gemacht. Das ist genauso wie die Dinger hier, die Lampen hier. Das heißt, bei der geht das jetzt nicht. Ja, aber die kannst du auch rausstecken. Das sind so Steckverbindungen. Bei der auch. So sehen die Bahnhofsuhren aus. So.
sehen ja ganz gut aus, wenn die schön beleuchtet sind. Mir gefallen die ganz gut. So. Okay. Ja. Aber wie gesagt, ich räume jetzt hier noch auf und den anderen Kram mal sortieren wieder hier und saugen noch mal hier und dann bin ich damit durch, ne? Also ja, und dann ist ja auch schon wieder morgen Samstag. Noch mal so Kleinigkeiten machen, über den Markt noch mal morgen gehen, bisschen ja, Winterblumen oder Herbstblumen kaufen. Naja, muss ja auch alles gemacht werden, ne? Ihr kennt das ja selber. Gut. Den Leim noch darunter bringen. Obwohl er auch nicht mehr viel drin ist, aber gut. Auch wenn ein Tröpfchen drin ist an dem Leimpott hier. Leim kann man immer gebrauchen. Ja, so ein Pott ist auch nicht billig. Da könnt ihr mal drauf ab. Ja, aber ich kaufe mir lieber so einen Pott als wie so eine Flasche. Also eine Flasche, die ist bei mir denn ein paar Mal benutzen, ist die bei mir alle hier. Das los den ganzen Tag, ne? Gut. Ja, so ist das, ne? Hier mein Feld, wo mein Gemüse wächst. Ja, extra mal so gemacht, ne? So gebaut. Oh, ich finde das gut, sieht geil aus, das Feld. Wenn ihr mal so sehen könnt. Oh, mach doch mal scharf die Kamera, Mensch. Guck mal, also dieses Fokussieren und nicht scharf stellen, das ist immer Mist. Jetzt stelle scharf, ne? So, könnt ihr das Feld noch mal sehen? Ich finde das echt cool. Könnte man eigentlich noch mehr dahin pflanzen, ne? Aber zu viel sieht auch nicht so schön aus. Ja, gut. Oh, die Schranken. Jo. Gut, hier ist noch eine Lampe. Die muss auch wieder dann eingebaut werden. Sind zwar keine LEDs, aber die werden trotzdem wieder eingebaut. Nachher hier an der Straße. Straßenlaternen her. So, dann braucht man da nicht. Man muss ja nicht immer alles komplett mit LED ausstatten. Obwohl das mega geil aussieht, ne? Mit LED und sowas. Bei der auch noch am liegen gewisse Stellen noch mehr am. Wieso so hier kommt, wieso so alles mit LED? Die Gebäude auf jeden Fall. Und die Stadt da hinten auch komplett. Alles LED. So ist es geplant. Ne? Dass gewisse ältere Lampen mal nicht LED sind, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Also hier die Beeren, die kann ich auch noch auswechseln. Es gibt da so einzelne Beeren, so als LED. Könnte man auch da reinschrauben in Gelb. Ne? Also wenn ich mal bei Konrad oder sowas vorbeigehe oder mal gucke woanders, dann gibt es bestimmt so welche LEDs zum Reinschrauben. Ja, kann man dann auch machen, ne? Wenn die Dinger und die Dinger, habe ich schon überlegt, dann auch noch mit gelben LEDs ausgestattet, dann ist es hier komplett gelb, der Bahnhofsbereich. Ja doch, nach und nach. So. Ja, ich räume jetzt erstmal weiter auf. Bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.